Begrüßung an diesem wunderschönen Morgen hier im September. Mein Name ist Stefanie Hennecke. Ich bin Professorin für Freiraumplanung an der Universität Kassel und ich bin Landschaftsarchitektin. Und ich stehe heute mit Ihnen hier im Treptower Park. Dort hinten, so zur Orientierung, fließt die Spree. Auf der Seite mir gegenüber ist das sowjetische Ehrenmal, das ja weithin bekannt ist. Der Treptower Park ist heute etwa 140 Jahre alt. Der wurde damals in seiner Entstehungszeit als Volksgarten konzipiert. So ein Volksgarten sollte der Berliner Bevölkerung dienen zur Erholung in einer immer dichter und dichter bebauten Stadt. Und für so ein Parkprojekt muss eine Kommune damals und muss auch heute sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und um dieses Geld und so ein Projekt wird normalerweise politisch mit harten Bandagen gekämpft. Und da kommt jetzt Rudolf Virchow ins Spiel, anlässlich dessen 200. Geburtsjahres wir ja heute hier zusammen im Park stehen. Rudolf Virchow ist weltweit bekannt als Mediziner. Er ist aber auch Zeit seines Lebens politisch aktiv gewesen. Ab 1858 war er bis zu seinem Tod 1902 Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung von Berlin, also über 40 Jahre hinweg. Übrigens war er zeitgleich auch gewähltes Mitglied im Abgeordnetenhaus von Preußen und später dann im Reichstag, im Deutschen Reichstag. Und hier in Berlin hat er als Abgeordneter sich sehr, sehr stark für die Gesundheit der Berlinerinnen und Berliner eingesetzt. Und Gesundheit heißt ja auch, dass man in einer gesunden Lebensumwelt lebt. Und so hat er sich zum Beispiel eingesetzt für eine flächendeckende Kanalisation hier in der Stadt. Er hat sich eingesetzt für den Bau von Markthallen und auch für den Bau von Schlachthöfen, die hygienisch gut geführt werden. Er hat also das gesamte Stadtgebiet als eine Art System, eine Infrastruktur betrachtet, die gut geführt werden muss. Und in dem Zusammenhang hat er sich auch für Grünflächen eingesetzt, zum Beispiel für den Bau von Spielplätzen und auch für den Bau von Parkanlagen, wie hier den Treptower Park. Und da gab es zum Beispiel eine Sitzung am 30. Dezember 1876, in der er Folgendes gesagt hat. Die zunehmende Bebauung der südlichen Stadt macht es immer wünschenswerter, auch diesem Teil der Bevölkerung Annehmlichkeiten zuzuwenden, wie sie im Norden, Osten und Westen der Stadt bestehen. Und mit diesem Verweis auf die Himmelsrichtungen, die vier Himmelsrichtungen, sieht man schon, dass Virchow eben die Grünsysteme auch als eine Art Infrastruktur betrachtet hat, was damals, eben vor 140 Jahren, noch ein sehr, sehr neuer und sehr, sehr innovativer Gedanke war. Heute ist uns das sehr selbstverständlich in der Fachrichtung der Freiraumplanung und wir sprechen davon, dass wir für die Gesamtstadt Umweltgerechtigkeit herstellen wollen. Wir wollen also allen Menschen in allen sozialen Wohnlagen und Lebenslagen Zugang zu Grünräumen verschaffen, der gefahrlos ist. Wir wollen ihnen damit Zugang zu frischer Luft, zu Erholungsmöglichkeiten und zu wenig Lärm verschaffen. Rudolf Virchow hat also vor 140 Jahren sich als Politiker für etwas eingesetzt, um das wir heute eigentlich immer noch ringen und war da sehr, sehr fortschrittlich für seine Zeit. In der EU sprechen wir heute von Green Infrastructure und es gibt aktuell viele millionenschwere Förderprogramme in diese Richtung. Ich möchte noch an einem kleinen anderen Beispiel, einem anderen Zitat zeigen, wie Virchow sich auch im Rahmen dieser grünen Infrastruktur für soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat. Damals war es nämlich noch überhaupt nicht zu selbstverständlich, dass solche Anlagen ganztägig, also 24 Stunden am Tag und auch für alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen zugänglich waren. Virchow hat sich in der gleichen Sitzung, aus der ich schon zitiert habe, dafür eingesetzt, dass auch Kinder unter 14 Jahren ohne gleichzeitiges Überwachen durch Erwachsene solche Parks betreten dürfen. Er hat gesagt, das wäre sehr, sehr erstrebenswert, aber es wäre zurzeit noch nicht durchsetzbar. Zitat: So hat der Herr Minister doch ausdrücklich ausgesprochen, dass es im Interesse des Gartens liege, den Besuch von Kindern möglichst fern zu halten. Man sieht also, dass sich Virchow auch gegen die Obrigkeit dafür eingesetzt hat, dass hier sozusagen individuelle Freiheiten, liberale Freiheiten durchgesetzt werden.
Und das ist auch was, was heute immer noch verhandelt wird, erstaunlicherweise. Und mit diesem freien Zugänglichkeit und wer darf Parks wie nutzen, möchte ich jetzt nochmal den Blick von Ihnen allen hinüberwenden in einen ganz, ganz neuen Park, der erst wenige Jahre in Berlin existiert, und übergebe damit das Wort an meine Kollegin Flavia, die auch diese Frage der Zugänglichkeit von Parks diskutieren möchte. Danke, Stefanie. Und ja, hallo aus dem Gleisdreieckpark. Mein Name ist Flavia Mameli. Ich promoviere als Stipendiatin an der Universität Kassel im Fach Freiraumplanung und ich beschäftige mich unter anderem mit dem Gleisdreieck und seiner Entwicklungsgeschichte. Ich stehe hier auf der Schöneberger Wiese im Westpark des Gleisdreieckparks. Im Hintergrund ist die Skyline des Potsdamer Platzes eher zu erahnen als zu sehen im Moment. Davor eingerüstet die Hochbahn der U1, die das Gelände durchquert. Und hier auf dieser Seite, hinter den Bäumen, beginnt die Kleingartenanlage POG, die es bereits seit 1945 gibt und die später in die Parkplanung in den 2000er Jahren integriert wurde. Der Park am Gleisdreieck befindet sich im Herzen Berlins und umfasst etwas mehr als 30 Hektar. Durch seine enorme Größe und ein gut vernetztes Wegesystem verbindet er gleich drei Stadtbezirke miteinander: Mitte, Kreuzberg und Schöneberg. Im Gegensatz zum Treptower Park, in dem sich Stefanie gerade befindet, ist der Park am Gleisdreieck ein recht junger Park, wie wir eben schon gehört haben. Und im Grunde sind es drei Parkteile, die auch alle unabhängig voneinander funktionieren und auf der einen Seite durch die ICE-Trasse getrennt sind, die sich hier auf dieser Seite befindet, und zum anderen durch die Yorkstraße, die Richtung Süden Richtung Schöneberg führt. Interessanterweise ist Schöneberg der Bezirk, oder wie es damals hieß, die Schöneberger Vorstadt, für die Rudolf Virchow damals als Abgeordneter im Deutschen Reichstag saß. Ja, zu Virchows Lebzeiten befand sich hier auf dem Gelände ein hochfrequentierter Bahnhofskomplex, ein Konglomerat aus mehreren Personen- und Güterbahnhöfen, die hier zusammenführten, in einem Schienengeflecht, das dem Gelände auch seinen Namen gab, das Gleisdreieck. Und man kann, glaube ich, sagen, dass Virchow sich zu seinen Lebzeiten sicher nicht hätte vorstellen können, dass hier einmal ein Freiraum im Sinne einer grünen Infrastruktur entstehen würde. Dabei könnte man sagen, dass auf dem Gleisdreieck die Ideale Virchows oder sein Kampf für die individuellen Freiheitsrechte, die Stefanie ja schon erwähnt hat, sein Wunsch nach vollumfänglicher Demokratie, wie er es nannte, und vor allem für die Gesundheit der Stadtbewohnerinnen, hier am Gleisdreieck auch verwirklicht wurde, da sich diese Ziele auch mit durchaus mit den Zielen der 68er-Bewegung und der Umweltbewegung übereinstimmen und hier Aktivistinnen auf dem Gelände aktiv geworden sind. Wie kam es dazu? Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und durch die Teilung Deutschlands und eben auch Berlins entstand hier direkt an diesem Ort eine merkwürdige Pattsituation der Eigentumsverhältnisse, denn die Bahnanlagen gehörten zur Ostdeutschen Reichsbahn, lagen aber auf westdeutschem Territorium, und zusammen mit einer mangelnden Finanzierbarkeit und eben die Kriegszerstörung lagen diese Bahnanlagen und das gesamte Gelände nach und nach brach, was für einen anderen Akteur in der Stadt durchaus ein Glücksfall bedeutet, denn die Natur hatte die Möglichkeit, sich hier über Jahrzehnte quasi ungestört auszubreiten, und eine artenreiche, interessante Stadtwildnis entstand dadurch. Ab den 1970er Jahren waren es Kreuzberger und Schöneberger UmweltaktivistInnen, die sich für den Erhalt dieser Natur besonders einsetzten und auch als erste die Vision eines Parks hatten, der hier entstehen könnte. Befeuert wurde dieses Engagement durch
Pläne, die es ab 1960 gab, die hier eine Autobahntangente für das Gelände vorsahen, wogegen man sich aufbegehrte. Das heißt, man kann sagen, dass die Zivilgesellschaft eigentlich diejenige ist, die als erstes die Naturqualität dieses Ortes entdeckt hat und auch die stadtklimatische Bedeutung des Gleisdreiecks. Heute ist der Park am Gleisdreieck Teil eines übergreifenden Grünsystems, das sich durch ganz Berlin zieht oder durch einen großen Teil Berlins. Und man kann dadurch sagen, dass Verkehrsinfrastruktur zu grüner Infrastruktur im Sinne Virchows geworden ist.